Lecker. Was riecht nach? Schmeckt das gut? Ja. Oh Gott, soll ich dich sehen? Was isst du denn da? Gar nichts. Karotten hier. Was? Nein. Das andere sah besser aus. Was? Das ist, ist das Eis? Das ist nein, das ist natürlich keine Eiscreme. Was was anderes? Ciao. Mann. Ich will auch Frühstück. Also, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, die Easy ist jetzt eine sogenannte Luftfee, habe ich gehört. Yeah! Und, Scheinbar. Ja, deswegen kann ich auch so cool rumhüpfen hier. Also, das konntest du vorher nicht? Oh, stimmt. Ich bin jetzt besser als du. Oh, okay. Krass. Ja, ich bin eine Wasserfee, deswegen, ich kann nicht so cool rumhüpfen. Das ist jetzt nicht unwahr. Du kannst schwimmen. Ich kann nur schwimmen. Aber das können normale Menschen auch. Also, naja, wie gut ist es wirklich? Oh mein Gott. Du kannst dich verwandeln. Flugkräfte aktivieren und... Siehst du das? Ja. Ich würde mal runtergehen. Ich würde mal gucken, was in der Stadt so los ist, ob wir einen neuen Unterricht haben oder wie genau wir jetzt weiterverfahren sollen. Oh, wo geht es denn hier runter? Wo ist denn die Treppe? Ah, da ist die Treppe. Wo ist die Treppe? So, guck hier. Muss man nicht runterfliegen? Da kann man auch... Ich bin schon da. Feendorf evakuieren. Ich wiederhole. Feendorf evakuieren. Was ist denn los? Was? Warte, das ist die Postfee, wie das sagt? Was ist los? Das ist keine Übung. Was ist passiert? Wieso? Postfee, was ist denn los? Erzähl mal. Irgendwas passiert? Irgendwas muss los sein. Ihr beide wohnt nicht hier unten im Risikogebiet, richtig? Was denn für ein Risikogebiet? Also, ich meine, also wir wohnen halt da oben auf dem Baum, auf dem Gemeinschaftsbaum, wo halt alle sind, ne? Ja, was denn für ein Risiko? Was ist das Problem? Na, die Pilzhäuser sind in großer Gefahr, überflutet zu werden. Sind sie das? Wieso? Ich wüsste es auch gerne. Warum denn überhaupt Flut? Was ist denn passiert? In den letzten Stunden sind nach und nach alle Flüsse übers Ufer getreten. Niemand weiß, wodurch diese mysteriöse Flut verursacht wird. Das scheint eine ernste Sache zu sein, tatsächlich. Ja, was ist denn passiert? Wieso? Irgendeine Flut. Okay. Was sagt sie? Aber ich sehe gar nichts. Helft ihr bitte mit und schützt diese Häuser vor der Flut? Naja, wenn sie sagt, nach und nach treten die Becher übers Ufer. Wir brauchen Schwämme. Sein. Komm, let's go. Wo finden wir Schwämme? Lol. Postel, wo finden wir Schwämme? Wir können ja versuchen. In der Stadtmitte liegen für alle Bewohner Schwämme bereit. Alles klar, dann Dankeschön. Wir helfen gerne. Gut, dann. Oh, ich will mich nochmal hinlegen. Gute Nacht, Freunde. Du machst ja schon. Ist dir egal, das Blut kommt ja. Ich sehe so. Naja, es sind nicht unsere Häuser. Wir wohnen da oben. Sollen sich halt die anderen drum kümmern. Oh, guck mal, aber hier ist wirklich mehr Wasser. Also das war vorher nicht da. Stimmt. Tatsächlich. Oh nein, nicht, dass hier alles über Wasser flutet. Das wäre... Warte mal, hier? Hier ist die Kiste. Okay, ich habe Schwämme. Hast du welche? Nein, habe ich noch nicht. Weißt du noch, letzte Folge, das war voll cool, da hast du hier Wasser gemacht. Warte, ich gucke mal. Tja, mit meinen neu entdeckten Kräften kann ich hier auch mal... Nein, das sind keine Schwämme. Warte. Das sind die Schwämme? Das sind ja nur so ganz kleine. Ich nehme mal an, ne? Das soll funktionieren? Ich habe keine Ahnung, aber wenn sie sagt, das ist, was es gibt. Oh Gott. Das ist wirklich ganz schön winzig. Ich weiß nicht, wie die eine Flut aufhalten soll. Aber okay. Okay, wir tun unser Bestes, okay? Wir versuchen es. Warte, was sind denn hier die Pilzhäuser? Da, dann, du bist überflutungsgefährdet, sage ich. Dann mache ich hier mal... Ein Schwamm vor den Eingang, schätze ich. So. Ja, das. Jetzt sind meine ganzen Schwämme weg. Warte, hier ist noch ein Haus. Nächstes Haus gesichert. Guck mal, jetzt das rein. Nein, kommt nicht mehr rein. Da kommt das Wasser auch nicht rein. Okay, jetzt sind meine ganzen. Die Schwämme bauen sich immer alle zusammen auf. Egal, das ist sicher. Habe ich gerade gesichert. Okay, das hast du gesichert? Mhm. Perfekt, du. Auf jeden Fall. Alright. Das habe ich schon gesichert. Schon gesichert? Yeah. Ich habe keine Schwämme mehr. Da hinten, ich habe noch Schwämme. Okay, sehr gut. Hier können wir noch eins machen. Zack. Sehr schön. Und, fehlt noch eins? Ich meine... Das hier. Hast du noch Schwämme? Im Zweifelsfall. Ich habe noch Schwämme. Ja, ich mach kurz das hier. Okay, ja. Okay. Ah, das ist der... Okay. Der Verwaltungs... Vater am Verwaltungshaus. Anfang. Richtig, genau. Ich glaube, jetzt sind wir safe, oder? Ich denke schon, oder? Ist okay. Oh mein Gott, hier sind... Schnecken. Oh. Vielleicht sollten wir die auch sichern, damit die nicht überschwemmt werden. Sind das sowas wie Pferde? Sind Schnecken in der Feenwelt sowas wie Schnecken, Pferde? Feenpferde? Oh mein Gott, das kann halt sein. Die sind halt auch super schnell. Guck mal, die eine sitzt einfach auf dem Pilz. Ich bin sicher vor der Flut. Mir kann niemand etwas tun. Ich bin die Pilzschnecke.
Ja gut, dann haben wir unsere Aufgabe getan, oder? Wollten wir, sollen wir das irgendjemandem sagen? Wo ist denn unser, hier, unser Mentor? Vielleicht können wir dem Bescheid sagen. Oh, Lolas Haus? Stimmt, ja. Nee, links neben unserem Haus sind auch noch Pilzhäuser. Warte mal. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Okay, zeig mal. Oh, lol. Das ist der Avatius, hieß der, glaube ich. Ah, easy, Ronja. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Vor allem du, Ronja. Aber die Essenz des Wassers ist verschwunden. Oh mein Gott. Ja, dann habe ich wirklich keine... Warte, dann habe ich keine Kräfte mehr. Du hast keine Kräfte mehr? Nein, die Essenz des Wassers. Deswegen ist alles... Deswegen die Flut. Oh mein Gott. Das ist mal eine Folge lang eine Fee. Hat man Wasserkräfte und dann... Nein, toll. Oh nein. So langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Nicht fliegen. Ja, stimmt. Deswegen habe ich mir ein paar eigene Nachforschungen angestellt. Aber ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen. Wer die Essenzen geklaut hat, wahrscheinlich, oder? Also ich bin immer noch der Meinung, es ist Lola. Oder was denkst du? Ich arbeite an einer Liste der Verdächtigen. Habt ihr eine Ahnung, wo sich die Verwalterin so rumtreibt? Haben wir die vorhin gesehen? Doch. Vorhin haben wir ihr Haus mit Tram gesichert. Also da war die vorhin... War sie drin? Ich glaube, sie war drin. Also ich glaube, die ist meistens an der Stadtverwaltung. Ich habe ein ungutes Gefühl bei ihr. Okay, er hat ein ungutes Gefühl. Aber meinte er nicht letztens, wir sollen die Lola nicht anschuldigen, ohne Beweise zu haben? Ganz schön, ne? Ja. Oh, du sicherst unser Haus? Ich glaube schon. Ja, ich mache eine ganz vergessen. Barriere. Ihr müsst unbedingt die junge Fee finden, die unter euch wohnt. Was denn für eine junge Fee? Also, kennen wir irgendeinen unserer Nachbarn? Nö. Wir sollten ihn mal kennenlernen, stimmt. Wir sollten uns mal vorstellen, wir müssen mal Brownies backen oder sowas und dann von Tür zu Tür gehen und sagen, wir sind hier nur eingezogen. Das wäre vielleicht mal ganz nett. Nee, aber sie war wohl am Ufer, als die Flut anfing und wurde weggespült. Oh, die Arme. Warte mal. Ich weiß halt leider nicht, wie sie aussieht. Ansonsten könnten wir bestimmt helfen oder wer das überhaupt ist. Oder? Hast du irgendjemanden gesehen? Easy, nee. Du kannst doch noch fliegen. Wir brauchen eure Hilfe. Okay! Okay? Ja, und... Zack! Warte, und... Ach, abheben! Warte, ich komme mit dir. Alles klar, wir kümmern uns drum. Warte, ihr Name ist Mimi. Habt sie vielleicht schon mal gesehen? Sie wohnt direkt unter euch. Alles klar, kriegen wir hin. Wir sind unterwegs. Ich habe auch noch nie jemanden gesehen. Also ich habe einfach... Klar, die Dorfbewohner so ein bisschen, die hier am Markt sind, aber ansonsten, abgesehen davon... Ja. Warte, kannst du mal... Wo müssen wir lang? Ich weiß es nicht, wo... Okay, warte, wo sind Flüsse, die übergetreten sind? Wir sollten halt vielleicht in den Ufern davon suchen. Ihr habt mich letztens ein Troll angegriffen, das war heftig. Oh, so komisch, stimmt, der war richtig gruselig, aber der ist dann irgendwann im Wasser ertrunken. Hier ist was übergetreten. Stimmt, da hast du deine Kräfte entdeckt. Ja. Hier hinten ist auch was übergetreten. Okay, ich komme mal hinter dir her. Mann, ist das blöd, nicht mehr fliegen zu können. Ich bin hier oben, ich bin in der Luft. Ronja, siehst du mich? Nee. Warte, ich glaube, ich habe sie. Oh, da bist du. Du hast sie? War sie da? Warte, ich habe gerade was gesehen. Doch, da hinten. Warte, ich komme mit dir. Da ist sie. Hey, wo geht's zurück stimmt. zum Dorf? Da hinten ist sie. Ich sehe es. Warte. Sie hat sich verlaufen. Ich schwimm hoch. Komm hier hoch. Mein Gott. Mimi, wir sind da. Mimi? Hallo. Hi. Alles gut? Ihr. Wo kommt ihr her? Na, aus dem Feendorf. Also, ne? Wir sind ja Feen hier alle. Was machst du hier? Sehr gut. Bitte bring mich zurück ins Feendorf. Kein Problem. Also das ist auch nicht weit weg. Du musst uns einfach nur, ne? Die Easy baut hier schon was. Ich habe schon eine Treppe für euch gemacht, weil ihr nicht fliegen könnt. Ich hoffe, ihr kommt da hoch. Kommt ihr da hoch? Oder? Ja. Ich glaube bestimmt. Ja. Oh, vielen Dank. Sehr gerne. Okay. Warte, dann kommst du mit? Ist Mimi noch da? Das ist direkt hier. Hoppala. Die scheint einen ähnlichen Orientierungssinn zu haben wie ich. Wasser! Das kann ich sehr... Baden. Ich gehe baden. Viel Spaß. Danke. Also wie gesagt, Feendorf ist direkt hier um die Ecke. Einfach nur, ne, nach unten. So weit warst du jetzt nicht entfernt. Aber dann, Naja, danke jedenfalls. Ich heiße übrigens Mimi, sehr erfreut. Wir sind Easy und Ronja. Achso, warte mal. Wir wohnen im gleichen Haus wie du. Beziehungsweise nicht im gleichen Haus, aber im Gemeinschaftsraum. Ja, komm mal direkt über dir. Genau, komm mal vorbei. Ja. Dann können wir, ich weiß nicht, mit unseren Nachbarn und Freunden oder so. okay, hey, immerhin, erfolgreich die Flut gemeint. Ich glaube, die ist mittlerweile auch zurückgegangen. Also, ja. Oder die war einfach nie so extrem, aber irgendwie Warte. Das meiste...
Oh ja, ich glaube, sie ist zurückgegangen. Okay. Schön. Dass du deine Kräfte so... Du hast quasi meine Wasserkräfte absorbiert. Und so konntest du nun dieses Wunder vollbringen. Ich hab sie weggeblasen, okay? Mit Blut, mit meinen Luftkräften. Überrascht. Ja, das war's dann aber auch für diese Folge Minecraft Fairy, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut bei der Easy vorbei, da kommt nämlich die nächste Folge am Mittwoch. Und dann sehen wir uns da oder halt hier am Samstag wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.